Hallo meine Freunde der blauen Planeten und willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman 3. Heute eine Besonderheit, nämlich mit dem Jokic. Und keine Besonderheit mit dem Drachenburschen. Ja, und auch vielleicht eine Besonderheit für eine ganz spezielle Person, nämlich für den Luca. Der wurde heute gegrüßt, mit C übrigens. Und auch für den Noah mit H. Der wird hier auch gegrüßt und hoffentlich hat dieser Noah auch viel Spaß. Genau wie seine Arche, die wird nämlich auch mit H geschrieben. Jo. Hier müssen wir alles finden. Na gut. Shazam! Irgendwer Shazam! In den Kommentaren hat auch jemand geschrieben, ich soll mal wieder Killer Croc spielen. Nein! Doch, hat jemand geschrieben, deswegen mache ich das jetzt auch. Aber ich nicht. Musst du auch nicht. Reicht ja, wenn einer den spielt. Nein! Doch. Ah! Das war dieses eine Level. Das war dir auch so ein Epilepsie-Level. Nein, das war voll schön. Das ist wie Avatar. Das sah aus wie Skylanders. Ja, das ist auch schön, Skylanders. Nein. Ich finde die Welten in Skylanders immer richtig schön. Es gab nur ein gutes Skylanders-Level. Ja, ich weiß, den Bosskampf gegen Mesmeralda, der hat dir gefallen. Ui, das weißt du noch? Ja, natürlich weiß ich das. Manche Sachen bleiben einem halt im Gedächtnis, lieber Jokic. Ja, traumatische Erlebnisse. Traumhafte Erlebnisse, musst du sagen. Warum bekämpft uns hier immer alles? Was haben wir denn eigentlich getan? Das ist der Sinn des Spiels, dass hier gekämpft wird. Aber was haben wir denn getan? Oh, ich sehe gerade, dass es nicht so gut ist, dass wir in dem Level noch keine Helden sind, das heißt, wir sollten hier auch hier. Ja, gut, wir suchen eh die Münzen, aber mit dem Multiplikator sollte es auch möglich sein. Speichern. Hahaha. Oh, also, Betsy. Batmite. Kann ich dich um einen winzigen Gefallen? Nein. Die Batmite. Irgendeine Tröte will er haben. Soll er bekommen. Wo ist The Flash? Was ist das denn komisches? Ach, da kannst du was zusammenbauen. Aber nicht, dass es dann gleich schon weitergeht, gell? Ach ja, okay. Der Häcksler. Ach, das ist rechts, da war dieser komische. Ja, ich erinnere mich sogar ein bisschen. Der komische Wurm war da. Was habe ich da jetzt zum Vorschein gebracht? Ah, das hatten wir, glaube ich, sogar an der Stelle. Den hatten wir, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Ah, und da unten können wir rein in die Höhle mit Licht. Auch ohne. Ja, aber da kannst du nichts, da findest du nichts, wenn du das Licht nicht hast. Bitte beeilt euch, mich zu retten. Aber wo ist denn der Leuchtturm? Ich glaube, ich weiß auch, wer da drin ist. Wo ist denn der Leuchtturm? Der war oben. Warte mal kurz, ich gehe hin. Wo? Irgendwo oben habe ich den von gesehen, wo wir ins Level reingekommen sind. Da ist er. Und da ist auch noch gleich was für Brainiac. Ich kümmere mich um das. Brainiac. Nee, dann kümmere ich mich hier um. Brauche ich nur Robin. Da ist Robin. Robin ist irgendwie auch einer der am meisten benötigten Charaktere im Spiel. Daneben. Nein! Ich mach mal hier ein bisschen Licht im Dunkeln. Hier kannst du auch noch was zerlasern, dann können wir hier sogar ein bisschen Gruppenarbeit machen. Teamwork. Kittamin. Ich hoffe. Oh Gott, es war so klar. Es war so klar. Warte. Ich glaube, es reicht noch bei mir. Es flackert zwar schon, aber es sollte trotzdem reichen, dass ich noch hier ein bisschen Licht machen kann. 1 von 5. Ah ja. Brauchst du etwa mich? Ja, aber es bleibt dann irgendwie. Wieso bin also, wenn man einmal die Dunkelheit weggemacht hat, dann ist sie dauerhaft weg. Aber bleib lieber vorsichtshalber drin. Mache ich, aber mit einem anderen Charakter. Jetzt hat. Ich schneide hier sogar was aus. Ja, kannst mich nicht hauen, wenn ich das mache. Ärgerlich, gell? Verdammt, aber er kann mich zerlasern. Wir können hier wieder einen neuen Kriegsschauplatz aufmachen, aber ich glaube, das bringt nichts. Ja, wir müssen beide weggewinnen. Natürlich. Gegen den Jokic habe ich natürlich keine Chance. Und da haben wir auch schon wieder 2 Minikits gefunden. Aber der rote Stein ist noch nicht in Sicht. Wegen dem sind wir ja eigentlich hier. Und natürlich. Rutsch. Ach, Wurmi. Ja, Wurmi. Ah, da wollte ich eh gerade hin, das passt. Ach, das oben war ja auch der Kopf von Wurmi. Oder von Wurmis Freund, auf den du vorhin geschossen hast. Oh, ist das nervig, der Kerl. Nee, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Ah, da kann man Wurmi auf den Kopf schießen. Ich erinnere mich. Haben wir unten alles? Weiß ich nicht, wird sie gleich zeigen. Können ja nochmal runterschauen. Ach, da oben ist Adam West. Ach stimmt, der war in dem Nest drin. Ja. Adam West im Nest. Ich weiß auch nicht, wie wir den retten konnten. Ich weiß nicht, wie wir den reimen konnten.
versuche mal den West zu retten. Also ich versuche mal zu schauen, was man da oben brauchen könnte. Ein Ei. Ein Ei. Ne, wo war Adam? Da ist Adam. Ja, ne, da brauchst du Brainiac wahrscheinlich, oder? Da musst du Brainiac was? Da oben. Ja, stimmt. Dann warte, machen wir das mal. Warte, ich bin auf dem Weg. Entschuldigung. Ich hole noch ein paar. Warte erstmal hier, den hier. Und warte, du musst ungefähr so sein, dass die Schnittstelle da ist. Oder wir fliegen einfach hoch. Ich versink gerade im... Das ist, glaube ich, alles nicht so gedacht, wie das hier... doch, nee. Komm, komisch. Egal, irgendwie klappt es trotzdem. Yay, Mini-Marschen. Ich dachte, wir verscheuchen den Vogel irgendwie fröhlich und nett, wie wir immer sind, aber... Ah, jetzt müssen wir dem auch noch einen Fluchtweg hier bauen, der ist immer noch nicht gerettet. Mann, Mann, Mann. Auch noch eine Treppe will er haben. Der gute Herr weiß, was er will. Ja, der hat extra Wünsche. Absolut. Bitte schön, gern geschehen. Jetzt wüssten wir aber trotzdem noch gerne, wo der rote Stein ist. Was ist denn hier? Das hast du auch ganz übersehen hier. Ah, da ist glaube ich auch nichts mehr, oder? Ne, das waren echt nur Münzen. Hihi. Das ist gut, es geht auch nur eine bestimmte Entfernung, dieses komische Licht. Erstmal alles abreißen hier. Ups, das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Da oben wollte ich drauf schießen. Mann, muss man immer anvisieren alles. Bis der mal was checkt. Da ist doch so offen. Aber mal unten wollten wir nochmal gucken, aber ich glaube, wir hatten alles unten, oder? Eigentlich sollten wir hier alles haben. Nochmal einen letzten Rundflug machen. Ich denke auch mit dem wahren Abenteurer, das wird schon. Ja, wir haben. Oh, hier sind 10.000er, damit wird es natürlich noch mehr. Weiß nicht, wann die aufgetaucht ist, aber. Oh Mann, war ich kein Interface mehr. Das war ein Interface. Dauert es die Tröte haben wir auch noch nicht, gell? Denk dran. Unbedingt nach der Tröte ausschalten. Hier gehen wir noch was für Flash. Ich weiß nicht, ob wir Flash damals dabei hatten. Das habe ich doch gemacht. Ach, das war dieses Zusammenbauen, gell? Das Schiff können wir, glaube ich, nicht zerstören. Also man kann zwar reinschlagen, aber es wäre auch ein bisschen doof, weil wir nicht mehr zurückkommen. Schon wie. Wer ist das? Ah, hier ist Plastic. Ja. Nee, das ist Flash, was du da hast. Mir wurde aber gerade Plastic Man angezeigt. Ja, dann war das ein Fehler. Oh, wir sind wahre Helden. Sehr gut, sehr gut. Das Level ist gemein, weil es so verzweigt ist. Da kann man schnell mal was übersehen. Okay, da oben ist noch was für Marschen. Fliegt noch eine Runde hier rum. Zum Glück ist die Pflanze nicht aggressiv. Das wäre natürlich problematisch, wenn die uns noch die ganze Zeit versuchen würde zu beißen. Mhm. Noch ein paar. Hier ist. Kommen wir da noch runter oder so? Nee. Nee, nee, nee. Das Spiel sagt nee. Hier ist ein bisschen zum Marschen, der kann dann da oben hin, aber. Ja. Du kannst auch noch diese Dinger oben Magneten runterziehen. Irgendwas bringt das sich hier auch noch. Du, was ich gerade vorhab. Hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch gemacht, aber. Es schadet ja nicht. Irgendwie kann ich aber da nicht gerade ran. Doch, doch, doch. Wie sieht es mal an? Nö. Vielleicht muss man es von oben machen, ich nehme auch mal kurz einen Magnetkerl. Wechsel mal zum Magnet. Ich bin mal eben Magneto. Hi. Naja, also von mir hier oben geht's definitiv nicht. Ach, die musst du erst runterschießen. Okay. Ich kann hier gerade auch gar nichts machen. Kann nur warten, dass du was machst. Weil ich bin hier oben eingesperrt. Ich glaube, wir mussten ja dieses fette Viech damit füttern. Drückt halten. Ja, würde ich gerne. Nein, Kreis. Ja. Genau. Jetzt rüber zu dem Viech. Und dann auch noch den dritten rüber. Sobald Kreis aufleuchtet. Ja, genau. Jetzt füttern wir ganz brav unsere gefräßige Riesenpflanze. Ich glaube, es gibt auch nur ein Minikit, ja, was wir schon bekommen haben. Schlagen wir unten nochmal in diese Steine da rein. Die Pflanze reinschlagen. Ach so. In diese Steine da. Ne, kann man anscheinend nichts mehr machen. Nö, dann schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen.
Genau du. Ah, na, ist ganz gut, dass du den Magnetanzug noch hattest. Okay. Dann... Laser. Ah, hab ich wieder den falschen. Dem noch ein Laser weiter? Auch? Ja, ich wollte sehen, ob dem sein Laser geht. Nein, das ist kein Laser. Das ist ein Strahl. Das ist ein Strahl, ja. Energiestrahl, aber kein Laser. Weil hier wurde mir vorhin halt der Kopf für Plastic Man angezeigt. Das hat mich halt vorhin nur verwirrt. Ja. Vielleicht war das genau das Ziel vom Spiel, dich nur zu verwirren. Wird auch praktisch, dass die Figuren automatisch fliegen, wenn sie runterfallen. Zumindest also, die fliegen können. Zumindest die fliegen können, ja, die anderen logischerweise. Die anderen nicht. Sind gearscht. Ja. Den auf jeden Fall noch nicht befreien, sondern erstmal das andere Zeug machen. Aua. Ist das eine Höhle hier, eine dunkle, oder? Nee. Schaut da so ähnlich aus. München, München, München. Was bist denn du hier? Wenn mal kaputt machen. München, München, München. Alle so gefährlich, diese Einwohner hier. Flora und Fauna sind gegen uns. Erstmal hier dieses Kleinvieh erledigen. Ah, hier ist Plastic Man. Also sein Teil. Ah, stimmt, das ist unter dem Ding für Brainiac. Ich bin auch klar, dass wir es da noch nicht machen konnten. Weil wir Brainiac natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht hatten. Oh, alle mal weghauen hier. Ja, da kommt auch Stimmung auf. Alter, diese Viecher hier sind ja übel. Die sind übel. Na gut, dann kümmere ich mich mal um die üblen Viecher. Wenn du hier mal die Kettensäge auspackst. Ninja Turtle? Batman? Batman. Ich finde, der schaut aus wie einer von den Ninja Turtles. Doch, der schaut auch genauso wie einer von den... Naja, ein bisschen zumindest. Jetzt schaut er nicht mehr so aus. Er hat ihm das Gesicht zerstört. Oh, warte mal. Unten war noch was, hatte ich gerade eben gesehen gehabt. Da unten sind nämlich noch Sachen für Brainiac. So, wie komme ich da runter? Ah, so komme ich da runter. Da unten waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Brainiac, Brainiac. Wo ist mein Brainiac? Brainiac, Brainiac. Yes, da ist der Brainiac. Da habe ich ihn gesehen. Den fiesen Halunken. Nichts gefunden. Ich sehe eine Charaktermünze unten. Wo? Oh, da komme ich gleich hin. Im Wasser? Nee, mach ich schon hier bei mir. Mach ich mit Robin. Okay. Oh, den Danik-Anzug. Dann kann ich sagen, abgenickt von Robin. So. Ey, wir haben erst eine Charaktermünze. Verdammt, da haben wir einige. Da haben wir... Sind die alle in dem Abschnitt hier, die Charaktermünzen? Ja. Also hier ist noch was... Wir brauchen ja immer noch das Ding für Batmite. Und von dem kriegen wir definitiv auch eine Charaktermünze. Stimmt, ich habe die zweite gerade gefunden. Das ist dann die letzte von den Charaktermünzen. Mal schauen, was mir hier Grundy aus dem Boden holt. Ich hoffe nicht was Hilfreiches. Könnten wir jedenfalls gut gebrauchen. 4 von 5. Und dieses Ding musst du unbedingt zerstören, was da noch ist, dieses Silber, ne? Das sind 5 von 5, dann kriegen wir auch irgendwas. Ich weiß aber noch nicht, was es ist. Höchstwahrscheinlich ein Minikit. Da hier sonst noch irgendwas versteckt. Kein Minikit? Doch, gab Minikit. Ja, haben wir gerade ein Minikit für bekommen. Vögel. Wenn du irgendwo Vögel siehst. Hier, schau her. Ach, die müssen wir auch alle zerstören. Gut zu wissen. Okay. Ja, hat der Joker's gut gesehen. Jetzt haben wir schon 8. Das Ding für... Er muss ja alles hier in dem Abschnitt sein. Das heißt, wenn wir irgendwas nicht finden, können wir ja nochmal zurück... Oder? Ne, zu komplett zurück kommen wir gar nicht mehr. Na, wo ja, ist kurz das? Stillhalten. Ja, sorry. Wo ist das Ding für Batman? Noch ein Minikit. Irgendwo muss das Ding für Batman versteckt sein. Warst du schon hier unten? Ja, da war ich schon. Da habe ich das andere Zeug gerade geholt. Es wäre halt wichtig, dass man das findet, weil das ist die letzte Charaktermarke. Ja, richtig. Danach ist das Level auf jeden Fall zu Ende. Kann auch hier nirgendwo mehr sonst hinfliegen. Hier gibt es noch ein paar Münzen zu holen. Ein paar Fische. Kann nochmal da unten gucken. Da sind nochmal ein paar Blumen, aber... So, warte mal, wo ist denn... Machen wir die Blumen hier noch kaputt, wer weiß. Wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Irgendwo muss das Ding ja sein für Batmite. Die Kröte. Die er so gerne haben will. Da, nein, da hin. Ah! Oh! Oh, ja, sowas kann man schon mal übersehen. Ist das schon die...
Ah, da ist die Tröte drinne. Nein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das heißt, uns fehlt dann nur noch ein Minikit irgendwo. Ein Minikit versteckt sich noch irgendwo vor uns. Hallo. Du hast es, du hast es. Das ist der... Wie funktioniert das nochmal? Was leuchtet denn da rechts? Hm? Direkt daneben. Ja, ich sehe es hier unten. Wenn ich weg kann. Da ist doch noch was los. Der steckt halt irgendwo unten, aber da komme ich gerade nicht ran. Aber komm mal zu dir. Ich helfe dir mal bei deiner Suche. Irgendwie müssen wir da ja rankommen. Vielleicht war da auch mal was und wird nur noch angezeigt. Ah, ja, siehst du. Und jetzt haben wir auch alles. Siehst du, haben wir alles? Wir haben alles, ja. Wunderbar. Dann können wir auch zum Achtung zurückgehen. Wahnsinn, schon 4 von 5 Planeten, die wir hier voll komplett haben. Ja, also mit den Planeten, da klappt das irgendwie mit dem Suchen. Eine blaue Hoffnung haben wir abgeschlossen. Jetzt fehlen uns momentan noch zwei. Jetzt holen wir erstmal den zweiten roten Stein. Genau, den zweiten roten Stein müssen wir uns auf jeden Fall holen. Das ist eine gute Idee vom Herrn Jokitz. Aber ich möchte jetzt sehen, welche Charaktere wir haben. Okay, ich will es nicht überspringen. Erst wirst du aber noch sehen, dass wir die blaue... Ach komm, das ist auch langweilig, dass wir da nur die Laternen zusammenbauen. Wenn wir ein bisschen kreativer sein können. Aber die sehen ja immer anders aus. Ja, gut, aber es sind trotzdem Laternen. Also da fand ich die Schiffe bei Flug der Karibik schon deutlich cooler. Ist ja auch Fluch der Karibik. Ja. Krieger der Reach. Frisch aus Halo. Captain Cold. Und Blue Beetle. Oh, der sieht ja nett aus. Wenn ich schon mal irgendeinen Beetle... Das war bei Marvel Super Heroes. Da gab es auch irgendeinen Beetle oder so. Ja. Also wo die roten Steine, wo waren die nochmal? In der Betthöhle? Betthöhle, dann Trophäenraum. Also Betthöhle kommen wir ja so. Ja, du darfst dann einfach das machen, weil ich schaff's. Ich höre mich nur wieder. Na gut. Dann können wir gleich mal gucken, welche roten Steine wir auch sonst noch haben. Also ich weiß auch nicht mehr genau, wo der Trophäenraum war. Ich glaube, er war ganz links irgendwo, aber sicher bin ich mir nicht mehr. Trophäenraum war kacke. War eigentlich nur ein Flugcharakter. Habe ich auch extra im letzten Level Killer Croc genommen, da habe ich ihn gar nicht gespielt. Dafür ich mal kurz. Ja. Muss reichen. Da ist der Trophäenraum. Wusste doch, dass der irgendwo links ist. Pokalzimmer heißt er. Naja. Was, links? Warte, ich komme hin. Ich glaube, ja, doch, das war hier alles. Warte. Wo denn? Warte. Hier hoch? Ja, genau da rein. Dadurch. Da gibt es auch irgendwas von Riddler noch hier. Ich glaube, und hier gab es dann die roten Steine. Ja, hier gab es die Steine. Ich kaufe gleich mal den mal 4, den wollten wir uns ja sowieso holen. Mal 8 kostet, ja gut, dementsprechend. Mal 10 haben wir noch nicht gefunden. Doch. Nee, da fehlt uns das Geld. Nee, den haben wir nicht gefunden. Verkleidungen. Detektor goldene Steine kosten nur 2... Goldene Steine? Achso, den gibt's hier, aber den können wir hier dann verwenden. Detektor Minikits kosten nur 200.000, den können wir sogar gleich noch kaufen. Nicht ganz. Doch, können Doch, wir. Natürlich können dann machen wir das. Adam West in Gefahr. Kostet nur 100.000, ist er. Ich würde aber eher Minikits nehmen. Satz anziehen. Wie viel? Satz anziehen? 600.000. Der Charaktermarkendetektor, schnelles Bauen. Ja, aber den Minikit-Detektor will ich mir auf jeden Fall holen. Ja, machen wir. Den holen wir uns auf jeden Fall gleich noch dazu. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und dann nach dem nächsten Level, wenn wir das nächste Level abgeschlossen haben, dann können wir uns eigentlich auch die anderen... Aber den müssen wir jetzt noch, warte, wo ist... Detektoren gleich holen. Hier? Ja, und zwar... Genau, den müssen wir noch in den... Nee, halt, Extras. Extras musst du ihn noch einstellen. Genau, den zweiten noch anstellen und dann noch nach unten. Was? Ja, wir haben noch mehr gekauft gerade eben. Ich habe die Minikits noch gekauft, den Detektor. Detektor Minikit. Genau. Das war's. Tada, mal 8. Krass. Ich weiß gerade nicht, was ich aktiviere, aber... Das sieht witzig aus. Okay. Was auch immer das sein soll. Hier unten gibt es ein paar lustige Verkleidungen. Eine komische Kiste vom Joker. Was ist denn hier die Riddler Machine? Ich weiß nicht, wie können wir den Riddler wahrscheinlich... Ah ne, das sieht aus wie so eine Zeitmaschine, oder? Naja, wie man es aktiviert, weiß ich nicht. Beim Dino gab es immer noch so viele Münzen. Ich hole mir nochmal die Münze vom Dino.
Dinosaurier, der natürlich eine Anspielung ist an das nächste Lego-Spiel, was Jurassic Park sein wird. Beziehungsweise Jurassic World heißt es ja. Wo man alle vier Spiele, Filme nachspielen kann. Werden wir natürlich auch spielen. Ja, vor allem, wenn man wie ich noch nie einen Jurassic-Teil gesehen hat. Sag dir nicht, dass ich es mit dir spiele. Ich sag dir. Was? Ich will es doch spielen, deswegen finde ich es ja interessant, weil ich es noch nicht kenne. Naja, also ich finde, man sollte die Filme schon gesehen haben, wenn man. Wow, hier gibt es viele Münzen. Wenn man sowas spielen will. Nein, nein, nein. Weil ganz leicht ist es bei den Lego. Oh, jetzt können wir gleich noch mehr kaufen. Weil ganz leicht ist es bei den Lego-Spielen nicht unbedingt immer zu verstehen, um was es geht. Hier sind Zehntausende. Achso, das ist die Code Machine. Guck mal, hier sind Kostüme. Kostüme? Ja, Kostüme gibt's da. Ich hole noch mal kurz die, Joker, Riddler, Catwoman. Was braucht man meist? Adam West findet man eigentlich immer, weil der herumschreit. Charaktermarken waren nicht immer recht ätzend zu finden, oder? Oder welchen Detektor sollen wir uns als nächstes holen? Welchen können wir uns denn leisten? Aufträge brauchen wir gerade nicht. Nee, die brauchen wir. Die brauchen wir erst später. Adam West können wir uns leisten. Stats anziehen? Warte mal kurz. Ich will kurz Aufträge. Ich finde schon. Die Charaktermarken kostet 800.000, ne, dann nicht. Dann holen wir uns die Sats anziehen, weil ja, der geil ist. Und Adam West in Gefahr holen wir uns auch noch. Und dann aktivieren wir die auch noch gleich. Ja, jetzt geht's voran, jetzt geht's voran, ich sehe schon. Dann sind jetzt die Charaktermarken das Einzige, was uns noch wirklich. Ah, dass der Charaktermarkendetektor so viel teurer ist. Und dass Sats anziehen so billig ist, weil ich meine, der bringt's übel. Ja, Sats anziehen ist super. Naja, werden wir mal nicht beschweren. Ja, meine Freunde, macht auch diese Part von Lego Batman 3 ist bereits vorbei. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie der Jokic und ich. Wenn es euch gefallen hat, dann will ich mich natürlich ganz dolle über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt machen. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keinen Part mehr von Lego Batman 3. Dazu müsst ihr einfach auf den wunderschönen roten Abonnieren-Knopf drücken. Zum nächsten Video kommt ihr, wenn ihr auf das bereits laufende Video klickt. Und ihr könnt mich natürlich auch mal auf Facebook, auf Twitter oder auf Google Plus besuchen. Dort werde ich mit euch schreiben, wenn ihr das wollt. Jetzt habt ihr die Wahl, also lasst euch nicht vom Walfänger fangen. Das war aber ernst gemeint. Die Endcard ist vorbei, das heißt, du musst jetzt irgendwas klicken und so. Wenn du das nämlich nicht machst, dann kommt dich dieser komische Krokodok holen. Nee, warte, das Viech ist irgendwie anders. Das Viech hieß, jetzt weiß ich's wieder. Killer Croc hieß das Viech, kann man schon mal verwechseln. Ja, also, klick was. Wirklich nicht? Na gut, dann hast du gewonnen. Ja, ich muss mir was Neues einfallen lassen. Du hast verloren. Was ganz Neues, du hast verloren. Und weißt du, was du verloren hast? Du hast das Ende der Endcard verloren. Klingt unlogisch, ist es auch. Ciao.